Showdown kurz vor Saisonende. Drei Teams können noch Meister werden, zwei davon kloppen sich jetzt gegenseitig die Bälle um die Ohren. Man könnte meinen, beide Mannschaften sind zunächst auf einem Selbstverteidigungsseminar. Griffe auf Augenhöhe und die ein oder andere freundschaftliche Umarmung. Zur Belohnung gibt's zwar keine Karten, aber immerhin 5 Zeitstrafen bis zum 14:13 Halbzeitstand. Auch im Jahr 2024 gibt es skandalöserweise in der Kreisklasse noch keinen Videobeweis, der Ball trotzdem richtig gesehen über der Linie. Während die Kängurus versuchen, den Ball hier mehrmals reinzumachen, wird es Zeit für den heutigen Sponsor des Videos. Spaß, als ob wir einen Sponsor hätten. Mit einem Sieg hätte der PSV beste Chancen auf die Meisterschaft und würde gleichzeitig die Heimmannschaft endgültig aus dem Titelrennen werfen. Die Kängurus versuchen genau das zu verhindern und führen zwischenzeitlich kurz mit 4 Toren. Das holen die Gäste aber schnell wieder auf, das Spiel insgesamt ausgeglichen. 5 Minuten noch. Wunderbarer Traumpass zum Gegner, 26:26 unentschieden. Dieser Ballbesitz vom PSV dauert so lange wie die komplette Spielzusammenfassung. Beide Mannschaften spürbar nervös. Und es fallen einfach keine Tore mehr. Fuß? Nein, diesmal ist der Ball nach 2,5 Minuten Ballbesitz weg. Die letzte Minute läuft. Die Heimmannschaft hat das letzte Mal in der 51. Minute getroffen. Und jetzt wird dem Torwart nicht nur eine neue Frisur verpasst, der Ball geht tatsächlich auch mal wieder rein. Ein Tor Führung für die Kängurus. Ungefähr 23 Sekunden noch. Wie viel genau muss man raten, weil es keine Hallenuhr gibt? Und dann bleibt der Pfiff aus. Die Kängurus gewinnen den Ball und das Spiel. Beide Mannschaften können durch das 28:26 weiter Meister werden. Die besten Karten hat dadurch aber jetzt der SC Janus Köln, der im letzten Saisonspiel den Titel nun aus eigener Kraft klar machen kann.